gleichen Aufstellung weiter und da wird nichts gewechselt. Und heute auch die Verbindung wieder. Ja, schönen 32er Ping und jetzt noch die Bounces gegen sich. Das macht Freude. Der Schweizer Und heute Bayern-Fan. geht es aber auch ohne Pause bei uns weiter. Sonst brauchen wir eine Pause zwischen, das heißt, spielen heute nahtlos. Geht's Ja, weiter. und dann noch das Interview danach mit Chris, der heute unser Gast sein wird. Da muss auf jeden Fall euer Flug zwischendurch gegönnt sein. Ja, auf alle Fälle. Was sagst du denn überhaupt zum neuen Bayern-Fan, zum neuen Bayern-Trainer, Kyle? Bist du zufrieden? Julian Nailman, darf er das nicht bestimmen. Also ich prognostiziere, dass er ein halbes Jahr da ist. 30 Millionen kann man schon mal machen. Nee, auch eher nochmal ein Andi, also Frikadellen oder wie man bei uns in Bayern sagt, Reispflanzerl, hat er jetzt auch nicht mehr. Aber hätte jetzt auch nichts gegen. Fleischpflanzerl, typisch bayerisches Wort. Bist du noch, Jonas? Bist du eingeschlafen? Ja, dann übernehme ich mal kurz für Jonas. Der gönnt sich mal kurz eine Auszeit und start mal ins zweite Spiel. Hoffen wir mal, dass es jetzt besser läuft. Jetzt schöner Bulli gewinnt hier gleich von Juris und da geht die Scheibe auch durch, sogar ins Tor, aber jetzt abseits. Ja. Hoffen wir mal, dass man zumindest diese Punkte wieder zurückholen kann. Ja, danke Andi. Nehme ich sehr gerne. Dann schaue ich hoch zu Paddy. Der hat ein bisschen Platz. Probiert sich nochmal zu Kermit. Hätte auch vielleicht für den Schuss gelangen können. Hat viel Platz. Nochmal im Schuss. Aufs Kurze. Aber der Goalie ist mit der Fanghand da. Ja, Vorhersage hat der Jonas noch gestartet. Also dürft ihr gerne wieder eure Neupunkte verzocken. Und jetzt hat hier die Schweden gleich mal wieder im Angriff. Oh, schöne Hütte jetzt von Chris und die Scheibe bei Juris, der erstmal reingeht. Spielt die Scheibe tief. Und jetzt schöner Aufbau hier wieder von Calzone. Da läuft die Scheibe schnell, aber wieder stellt man sich ins Abseits. Macht mal gut die blaue zu. Ja, kommen wir gleich zum nächsten Bulli. Da ist er wieder. Jau. Das kann ich wieder übernehmen. Der Alex jetzt hier. Schöner Entry. Macht's gut, kauft wieder Zeit. Scheibe geht wieder tief auf Alex. Jetzt der Pass auf Juris. Ah, ein Ticken zu spät. Und ein Schuss aufs lange Eck. Auch gleich nochmal kurz und knapp daneben. Da sind wir wieder bei unserem Abschlussglück aus dem ersten Spiel. Da war das lange Eck komplett frei und die Scheibe geht halt ganz knapp am Tor vorbei. Jetzt guter Pass hier wieder auf Alex. Der auf der rechten Seite versucht den Pass auf Paddy, aber Calzone macht da wirklich gut den Slot zu. Ja, das ist wieder diese Effektivität, die da fehlt. Also, ich meine, natürlich, das ist jetzt halt, das ist eine Glückssache, ob der jetzt reingeht oder nicht, weil mehr als ziehen kannst du nicht. Und ob er heute halt dann am Pfosten vorbeifliegt oder nicht, das sagt ja heute halt dann das Spiel. War jetzt böser Aber, Turnover. schon die erste Strafe. Sehr blöd. Ah, ja, das ist. Pass an die blaue Linie wird abgefangen und dann wird es gefährlich. Aber wenn Paddy da nicht den Puck erwischt oder den Gegner, ist er in der Mitte halt komplett durch. Da muss er es riskieren. Da kann er auch nicht irgendwie spekulieren oder sonstiges. Scheibe geht jetzt auch wieder raus. Und jetzt hier der Fehlpass auf Chris. Und Chris kann dann schön klären. Eine Minute 10 jetzt noch Überzahl für Calzone. Die probieren es hier wieder über rechts. Aber auch unglücklich gewesen, dass hier Chris den Turnover unglücklich fabriziert hat, weil er wieder in so einer ziemlich langsamen Animation stecken geblieben ist bei diesem One-Timer-Versuch nach dem Pass von Kermit und halt auch gar nicht mehr irgendwie ein Backcheck kommt und ja, ich muss Penny Strafe ziehen, aber irgendwie wieder gutes Unterzahlspiel, weil ich muss mal da aufpassen, aber Penny ist wieder dort zumindest. Ja, genau im richtigen Moment von der Strafbank wiedergekommen, würde ich da sagen. Jetzt guter Aufbau hier auf Juris. Der probiert es aufs kurze Eck, aber man bleibt wieder erfolglos. Pass an die Blaue, geht dann ins Niemandsland und Norix muss von hinten neu aufbauen. Aber man hat es auch gerade eben bei dem Entry in Überzahl gesehen, über rechts. Da macht Kermit die Annehm-Animation und bleibt halt dann irgendwie, kriegt er sie nicht oder weiß der Teufel was. Und dann kann der Gegner sie einfach mitnehmen. Schuss jetzt hier von Chris.
wird gut gefangen und dann macht es der Goalie von Calzone schnell. Nächster guter Schuss hier eigentlich von Alex, wieder guter Save. Jetzt Calzone hier wieder im Angriff, gut verteidigt jetzt von den Jungs und Joris kann das Ganze dann final klären. Aufbau läuft jetzt wieder über die linke Seite über Alex. Schöner Pass auf Kermit, wieder auf Alex und dann... Da schluckt sich ja der Jonas und macht ab. Ja, ja. Jetzt hat meine Stimme kurzzeitig versagt, vor lauter Aufregerei. Eigentlich so schön gespielt, der Schuss ins lange Eck wird dann noch vom eigenen Mann abgefälscht. Nächster Pfostenschuss, guten Morgen. Ich weiß nicht, da kann man dazu sagen, antiklimatisch, ich muss wieder sagen, es ist echt unbefriedigend, dieses Spiel. Man hat so gute Chancen, gute Schüsse nimmt man, richtig knappe Dinger und es würde einfach nicht reinfallen. Also es ist wirklich, da kannst du verzweifeln. Vor allem auch, dann schießt er, der wird abgeblockt, die Scheibe bounced aufs Tor und der Goalie kriegt noch irgendwas auf der Linie hin, sodass er nicht reintrudelt. Also unglaublich. Ah, mein Herz ist schon lange im Eimer mit den Jungs. Das hältst du ja nicht aus. Mach ich schon zu lang mit. Herz kaputt, Lunge kaputt, Hirn kaputt, alles im Eimer. Jonas trinkt immer gerne ein Doppelherz. Ja. wie heißt das? Vita Knobi Fit, Vita Zeugs. Wie heißt das? Das komische Getränk da? Homöopathisch oder so. Scheibe geht jetzt hier schön tief in die Zone und Alex kann sie sich erlaufen. Guter Pass auf, Joris, und jetzt ist er drin. Endlich mal hat er sich da jetzt echt belohnt, wie ein Go-To-Gameplay, ein Tipp spielen, hinter das Tor, das Dreieck bilden und es klingelt. Und endlich belohnt man sich hier kurz vor Ende des ersten Drittels. Ja, ich würde sagen, hochverdient die Führung wieder. Und das ist 2:0. Ja, jetzt scheint es doch endlich zu funktionieren. Jetzt ist auch Julius wieder on fire, unser Goalscorer. Gut, jetzt den Druck aufrechterhalten hier in der letzten Minute. Auf alle Fälle, aber auch wieder schön gespielt. Und jetzt nutzt man halt daneben diese Situation endlich mal aus. Wichtige. Oh, guter Save hier von Schubi. Guter Schuss aus dem Slot. Da hat man den einen Stürmer leider ein bisschen vergessen gehabt, aber Schubi ist zur Stelle. So schaut's aus. Juris auf dem Heimserver sozusagen. Jetzt auch wieder ein wichtiger Bulli-Gewinn. Defensivzone 4 Sekunden und dann nochmal Turnover hier, aber Chris holt sie sich nochmal. Schießt einfach mal aufs Tor. Ja, und somit endet das erste Drittel mit einer 2:0 Führung für Norex. Ja, hier sieht man 6:1 Schüsse, 3 Minuten zu 29 Sekunden Zeit in der Offensive. Verdiente Führung, würde ich sagen, Stefan. Ja, definitiv. Und man hat jetzt auch deutlich besser die Chancen genutzt, auch wenn jetzt da, es könnte auch schon mit 3-4-0 stehen. Meiner Meinung nach, weil auch wieder gute Chancen dabei waren, wo der Goalie auch schön rausgeholt hat. Aber wo man auch zweimal jetzt auch wieder unglücklich im Pfosten trifft oder halt am Tor vorbei hier nochmal schöner Sniper und genau neben dem Pfosten mal keine Chance für den Goalie. Ja, nehmen wir natürlich gerne mit jetzt ins zweite Drittel. Gut, dass man auch dann das Schubi und so nochmal hier den allerwertesten genetzt hat. Kurz ja, Schluss. Auf alle Fälle. Ja gut, es ist wie so oft, Lars, es ist halt nun mal so im Spiel, dass es leider Gottes oft belohnt wird. Halten tut er leider seine ganzen Pucks, also die meisten Pucks hier auf. Gefährlicher Pass jetzt hier von Joris, Halleluja. Alex beruhigt jetzt das Ganze nochmal, spielt rüber auf Paddy und der wieder mit dem Fehlpass hier im Aufbau, aber keine große Gefahr. Gerade sage ich es noch und dann schießt er den Gegner an, jetzt aber Fehlpass von den... Calzones Alex mit einem schönen Move hier und dann die nächste gute Chance für Joris aus dem Slot, aber Calzone kann sich hier befreien. Alex jetzt auf der linken Seite spielt wieder tief zu Kermit, der hoch zu Paddy, aber jetzt kommt auch mehr Druck an die blaue Linie von Calzone, das öffnet die Räume natürlich tief etwas, aber jetzt auch sofort der schöne Move hier vom Calzone Stürmer, aber Alex macht den Weg zur blauen Linie zu. Bleibt dann einfach mal stehen und spielt sich schön gemacht hier. Hat einfach mal den Gegenspieler ins Leere laufen lassen. Guter Schuss jetzt hier von Kermit, aber Rebound kann nicht aufgesammelt werden. Ja, Alex wieder mit Auge. Das zeigt wieder seine individuelle Klasse. Einfach mal stehen bleiben. Jetzt Powerplay, mal endlich für uns. Also, mal schauen, ob wir es jetzt nutzen können. Alle Fälle. Das erste Powerplay seit Ewigkeit. Toni, einen wunderschönen guten Abend. Aber Bulli geht da leider Gottes ins Leere.
Zone Entry über rechts. Den wollte er droppen. Was war das denn für eine Animation? Das spielt sich anscheinend irgendwie selber an die Schläge. Ja. Wir spielen morgen nicht, Domi. Unser nächstes Spiel ist Sonntag. Oder? Wir sind schon durch. Okay, ja. Ja. Sonntag. Ja, erste Minute relativ ereignislos jetzt schon verstrichen hier im Powerplay. Nächste Entry über Alex. Jetzt kommt man hier mal in die Aufstellung. Scheibe geht rüber zu Paddy. Scheibe nochmal zu Kermit, der mit Schussversuch. Und wieder gut abgefischt eigentlich von Juris. Der kann sich jetzt die Scheibe hier nochmal ergattern. Links jetzt Paddy. Paddy sag ich schon. Chris, Entschuldigung. Der unterbindet hier auch sofort den Gegenangriff. Gegen wen weiß ich noch gar nicht, ehrlich gesagt. Ich weiß bloß, dass wir Sonntag spielen, Andi. Da möchte ich recherchiert was noch. Stefan, Statistikmann, wollte deines Amtes. Kinder Zikone sollte der nächste Gegner laut Schedule am Sonntag sein. Wir versuchen natürlich immer, die Spiele nach Schedule zu legen. Da boah, ist was ein Turnover. Ah ja, dürft ihr auch mal spielen, Domi. Das ist doch auch mal schön. Hat ja Ewigkeiten schon gedauert, dass jetzt auch mal die Pro startet. Jetzt hier auch wieder gut geschossen vom Paddy auf den Rebound. Wieder aufs lange Eck gezogen, flach. Aber Jules kann ihn nicht ganz holen. Jetzt guter Druck hier auf der rechten Seite von Paddy und Kermit. Somit bleibt der Weg nur tief hinter das Tor. Aber jetzt auch guter Vorcheck von Calzone hier auf Chris. Der muss zwei Checks hinnehmen. Jetzt muss man hier aufpassen. Schuss, aber freie Sicht für Schubi. Der packt mit der Fanghand zu. Aber der Druck von Calzone wird jetzt deutlich größer hier. Zieh an die. Nehmen wir gerne, gell, Jonas. Vier Scheißstanzer für uns. Ja, du, gell. Ich komme damit gleich mit dem Fahrrad vorbei. Eigentlich hier. Sieht schon aus, der Domi. Das ist doch auch schon ein Monat, oder? Wo ihr jetzt halt so kein Competitive spielen konnte, bis auf dieses Vorbereitungsturnier, was noch war. Jetzt gute Chance hier für Norex. Kermit auf der rechten Seite versucht den Pass wieder auf Juris, aber gut verteidigt. Guter Backcheck hier von den Calzones. Bin immer gewöhnt, Italiener zu sorgen, aber es sind keine Italiener. Ja. Alex jetzt hier mit dem Turnover, jetzt muss man hier aufpassen. Man muss jetzt hier ein bisschen schauen, dass man vielleicht wieder das Spiel ein bisschen beruhigt. Das ist mir gerade alles ein bisschen zu schnell. Jetzt gefährlicher Pass auf Schubi. Da kommt die Scheibe meistens zu schnell zurück in die Zone von Norix für meinen Geschmack. Scheibe kann jetzt hier rechts gehalten werden von Chris. Der versucht sie tief zu spielen. Und jetzt wieder super Hit von Alex. Aber damit kann das Ganze jetzt gut erlaufen. Jetzt wieder der Turnover in der eigenen Zone. Es war jetzt schon der zweite oder dritte, der fast hier. Wow. Herzinfarkt. Sehr viel Gott da dran. Ja, war ein guter, gefährlicher Pass, würde ich mal sagen. Ist aber angekommen. Bei Zone jetzt hier mit dem nächsten Angriff. Scheibe wird jetzt gut von Juris geklärt. Letzten Sekunden laufen. Ah, da ist man sich leider ein bisschen im Weg. Guter Pass von Kermit auf Alex, der hier schön verzögert und dann Alex hier zum 3:0 am Doorstep. Überall gespielt von Kermit. Schön Patience behalten und dann Alex Swagner gesehen am Doorstep. 3 Sekunden vor Ende des Drittels, wenn ich das richtig sehe, 1957. Und jetzt haben wir aber ein bisschen das Glück gehabt, dass die Scheibe da so nah am Gegner kommt, dass er nichts mehr machen kann und Alex sich natürlich da auch nicht zwei Blicken lässt und halt einschiebt. Weil die Scheibe eher reinhaut. Ja. Schon schiebt. Ja, und somit endet das zweite Drittel mit einer 3:0 Führung. Wieder das Tor zum psychologisch wertvollen Zeitpunkt, kurz vor Drittelende. Komi, erstes Spiel 2:3 OT, leider verloren. Cool Runnings lässt grüßen, 2:3. Ja, 2:3. Ja, das ist irgendwann werde ich schon mal beim Kermit in Köln aufschlagen. Dann werde ich meine Fleischpflanzerl einlösen, Andi. Vertraut doch Chris einfach mal, der weiß schon, was er macht. Ja, bei dem Pass, muss ich gestehen, ist mir mal ganz kurz das Herz stehen geblieben. Ja, mit sehr viel Gottvertrauen. Aber man merkt, Calzone, also die Schweden spielen jetzt einen härteren Vorcheck, mit zwei Mann teilweise sogar. Wenn man den überspielt kriegt, dann kann man richtig gute Chancen kriegen. Calzone gewinnt hier gleich das Eröffnungsbully. Versucht der Pass in den Slot, wird aber gut verteidigt. Scheibe läuft jetzt erstmal durch die Reihen. Kermit kommt links rein, spielt die Scheibe wieder tief. Landet bei Alex und dann gleich wieder der Pass hier auf Juris in die Mitte. Jetzt muss man hier aufpassen, aber überragender Poke von Paddy. Kermit kann die Scheibe sich
schnappen. Alex mit einem schönen Move-Versuch wird dann noch gestoppt. Kermit ebenfalls gut verteidigt jetzt hier von Calzone. Jetzt hier mit ein bisschen Glück im Scheibenbesitz bleiben. Scheibe geht wieder hinter das Tor von Norex und landet jetzt wieder vorm Tor. Wie oft die Scheibe jetzt schon von hinterm Tor einfach noch in den Slot reingebounced ist, will ich gar nicht mehr zählen wollen. Fangen wir mal wieder zwei, dreimal da und das geht die Scheibe durch einen durch. Der auch eigentlich gar nicht so ein cleaner, der ist die uncleane, also unsaubere Pass eigentlich. Aber da kannst du ja selber nicht viel machen, ne? Du ziehst natürlich auf den Mann, der da frei steht, aber wie gesagt, du gehst ja sonst über die Bande. Hier nochmal ein schöner Move auch von Alex. Aber Calzone schon wieder mit dem nächsten Angriff. Pass fliegt da einfach mal durch, Chris durch. Jetzt muss man hier aufpassen. Ich habe das Gefühl, man gerät jetzt hier ein bisschen oder immer mehr in Bedrängnis. Aber Kermit super gemacht von ihm und spielt den Druck von drei Mann. Und Alex mit seiner ganzen Ruhe am Puck hält die hier wunderschön an der linken Seite. Scheibe kriegt er dann gleich wieder von Kermit tief. Jetzt muss Juris hier in den Backcheck gehen. Aber wieder dumme Annehmbewegung hier von Chris. Paddy legt sich quer und dann guter Save hier von Shubu, der das kurze Eck zumacht. Hat Paddy gut den Querpass dicht gemacht. Da hat nur noch die kurze, gut abgefangen. Da, wenn der durchrutscht, dann ist er durch. Jetzt auch guter Entry hier nochmal von Paddy, der spielt direkt rüber auf Alex. Alex mit dem versuchten Schuss von hinterm Tor, aber Paddy holt ihn sich nochmal. Scheibe geht jetzt hoch zu Kermit und der Pass war von der Bande ins, weiß ich nicht wohin. Weil Judis eigentlich da stand, aber er ging halt genau einen Meter an seinem... Oh, Lettü von Chris auf Alex und da ist es 4:0. Was ein Pass von Chris hier. Mit dem Rücken zum Spielgeschehen, zu Alex. Er weiß ganz genau, wer da steht. Zieht ihn halt noch oben am Bildschirmrad und dann überragender Pass. Hochverdient, 4:0. Ah, und dann jetzt auch den Druck schön umspielt er von Chris wieder und dann die Konterchance auch gut ausgenutzt. Scheibe geht jetzt wieder tief auf Alex. Der schnappt sie sich, spielt hoch auf Chris, auf Paddy, Schlagschuss, Nachschuss, 5:0! Und immer weiter drauf, immer weiter drauf. Jetzt macht das richtig, richtig gut. Also man bringt gar nicht den Fuß vom Gaspedal, sondern er drückt immer weiter drauf. Ja, und jetzt gehen die Dinger halt auch endlich rein, wo man in Spiel 1 noch quasi verzweifelt ist vor dem Tor, mehr oder minder. Und was man da auch für Chancen liegen hat lassen zum Teil oder an den Pfosten genagelt hat oder der Goalie irgendwie noch was reingebracht hat. Ja, und jetzt fallen sie Gott sei Dank endlich und somit die klare 5:0 Führung. Paddy jetzt hier auf der rechten Seite einfach mal durch zwei Mann durch auf Juris, der nochmal mit einem cleveren Pass auf Paddy, der da sieht, dass er nicht so die optimale Schussposition hat. Und da war, glaube ich, gerade eine Kampfaufforderung. Ja, ich glaube, da spielt es ein bisschen der Frust mit bei den Jungs aus Schweden. Aber das, soweit ich weiß, wird es doch sanktioniert, oder? Und da ist es 6:0. Ja, und da die richtige Antwort dafür. Ich meine nur, dass es laut Rulebook die Schlägerei und sich selber ist. Die Fighterforderung alleine ist es nicht. Ah, okay. Ich habe da irgendwas mal gelesen, aber es kann auch vor dem Bulli gewesen sein, dass es da verboten ist. Ja, das ist verboten. Aber sei es wie sei, 6:0 durch Juris, da hat man, da war der Goalie von Calzone schon im Sommerurlaub. Da ist er leider mal komplett aus der Richtung gerutscht. Alex jetzt hier mit einem schönen Move an der blauen Linie, aber wird dann gestoppt. Paddy wieder sehr, schön gemacht von Paddy und dann bleibt er hängen. Und guter Backcheck von Kermit hier, der den Gegenstoß verhindern kann. Calzone baut jetzt hier nochmal auf, knapp 3 Minuten jetzt hier noch zu spielen. Oh, jetzt guter Angriff hier von Calzone. Paddy kriegt jetzt aber seinen Schlittschuh dazwischen. Jetzt muss man hier aufpassen. Scheibe geht nach links zu Chris. Er spielt auf Juris, aber der schon unter Bedrängnis. Kermit kann sich die Scheibe holen. Jetzt 2 auf 1 Situation. Juris hat hier viel Platz, versucht allein. Und da ist es 7:0. Glücklicher Bounce jetzt für Juris. Oh, jetzt lässt man auch nichts mehr anbrennen. Ne? Jetzt drückt man auch alles rein, was man kriegt. Ja, nachdem die Serie gerissen ist in Spiel Nummer 1. Glaube ich, ist man hier auf wirklich 8:0 überragend gespielt zwischen Alex und Kermit. Wahnsinn, Wahnsinn, was die Reaktion, vor allem auswärts auf dem nordeuropäischen Server. Brutal, 8:0. Aber auch wieder super gespielt hier zwischen Alex und Kermit, die da schön mit dem Doppelpass die ganze Abwehr aushebeln und dann hier
zum 8:0 reintreffen. Jetzt auch nochmal gut verteidigt hier von Chris. Letzte Minute in Drittel Nummer 3 oder beziehungsweise im letzten Drittel. Ich glaube, jetzt darf ich sagen. Jetzt haben wir auf der linken Seite. Jetzt spielt man das hier auch schön außen rum, nimmt die Zeit von der Uhr und dann fast der Turnover von Paddy. Aber Scheibe wird gut geholt von Kermit wieder. Scheibe geht jetzt wieder rechts raus, wird wieder hochgespielt. Paddy hier sucht die Anspielstation, findet sie jetzt in Juris. Gut gemacht hier von ihm. Scheibe geht wieder hoch zu Chris. Der wieder tief. Juris dreht sich einmal. Ah, da kommt Paddy nicht ganz hin, aber die letzten 14 Sekunden laufen jetzt. Chris baut nochmal auf für Norex. Oh ja, schön Pass auf Alex. Der wartet, bis einer mitkommt. Schöner Move hier von ihm. Bleibt im Scheibenbesitz. Paddy nochmal schießt, Junge. Schade. Und somit endet das Spiel 8:0 für Norex. Kantersieg. Das ist mal eine Ansage. Also, ja, schade. Also, man hätte mit 4 Punkten definitiv rausgehen können aus dem Abend. 3 sind auch völlig in Ordnung, vor allem gegen ein ungeschlagenes Team. Und vor allem mit so einem Ergebnis, also 8:0 gegen meiner Meinung nach den bis dato von der Statistik her schwersten Gegner. Kann man mal so machen, definitiv. Ja, aber, also, Spiel 1 und die Niederlage in Nach OT war halt aber auch, also. Also, man kann ihnen eigentlich auch keinen Vorwurf machen, den Jungs, für beide Spiele. Es waren von 120 Minuten, also mehr sogar, richtig, richtig, richtig cooles Eishockey. Im ersten Spiel hat das Glück gefehlt, dass du da 2 Punkte schon mitnimmst anstatt nur einen, aber ja, sei es wie es sei, man kommt mit 3 Punkten aus dem Abend raus, ja. nimmt wieder 2 Punkte ab sozusagen. Ja, hier sieht man es nochmal, Kermit 6 Punkte. Alex 5 Punkte, Paddy 3 Punkte und Juris mit 4 Toren, 15:5 Schüsse, 9:17 zu 4 Minuten Zeit in der Offensive und wieder überragende Bulle-Statistik hier von Juris, 13:7. Ja, kann man da mal war so gut machen, wa? Da war mal schön, ging ja schon Golli die Safe-Percentage kaputt gemacht. So schaut's also aus, Miraculum, das waren die versprochenen Fleischpflanzerl vom Andi. So schaut's aus und nicht anders. Ja, aber also ich würde sagen, in Spiel 2 sind halt die Dinger dann auch reingefallen und natürlich auch zu den praktischen oder zu den günstigen Zeitpunkten. Und dann hat man natürlich jetzt im letzten Drittel auch super ausgekontert, die Calzones. Ich würde sagen, wir gehen in eine ganz kurze, kleine Pause, holen in der Zeit Chris schnell ran, schließen den an, dass ihr ihn auch hören könnt. Und dann werden wir die bereits gestellten Fragen an ihn schon stellen und solltet ihr noch Fragen haben, könnt ihr die natürlich dann auch gerne im Chat stellen. So schaut's aus, Andi. Also, vor jedem Spieltag kriegst du jetzt eine Bestellung von uns, Andi. Ne? Lieferung bis 20.30 Uhr, dass ich und Stefan noch vor dem Stream schnell essen können. Nein, also wie gesagt, wir gehen in eine ganz kurze Pause, sind dann gleich mit dem Interview von Chris oder mit Chris wieder für euch da. Bis gleich. So, und da sind wir wieder zurück. Ich sag herzlich willkommen, Chris, zum Interview-Premiere. Schauen. Ich alles erstes Mal. Nein, glaube ich, stimmt gar nicht. Ich glaube, du warst schon mal da, oder? Haben wir das nicht schon mal gemacht? Na, ich war noch nicht da, nee. Nee? Okay, gut. Ja, mein Hirn funktioniert halt einfach nicht mehr. Deine Einschätzung ganz kurz zu den 2 Spielen. Wie hast du die Spiele erlebt und gesehen? Ja, ganz kurz. Ich denke, im ersten Spiel haben wir uns ein bisschen
bisschen schwer getan, bisschen selbst das Leben auch schwer gemacht. Teils ein bisschen zu behäbig, dann falsche Entscheidungen getroffen, sind ein bisschen zu sehr im Cycling verwurschtelt und außen rumgespiele. Und ja, kurzum gesagt, diese Kleinigkeiten haben uns viel besser gemacht. Dann halt zusätzlich noch auf den Servern 8-0 ist, denke ich, gutes Ausrufezeichen. Wichtig ist der eine Punkt noch aus dem ersten Spiel, wodurch wir einen direkten Vergleich gegen die Jungs dann am Ende noch gewinnen. Ja, denk mal, verdient verloren, das erste Spiel, weil wir einfach die Kleinigkeiten falsch gemacht haben und dafür auch umso verdienter das zweite Spiel gewonnen, weil wir sie Ja, da komplett an die Wand gespielt haben. also ich würde sagen, ihr hättet euch eigentlich, also wenn ihr gegen nach 60 Minuten gewonnen hättet, hätte ich gesagt, wäre es auch in Ordnung gewesen, vor allem durch den erheblich oder den Riesendruck im dritten Drittel vom ersten Spiel. Da habt ihr quasi gefühlt 16 Minuten in ihrem Drittel gespielt. Da habt ihr dann gegen Ende des Spiels dann auch die Schüsse genommen. Über OT war halt auch die Strafzeiten ein bisschen kritisch. Ich glaube, das hat dann auch ein bisschen den Fluss gebrochen oder den Ja, Spielfluss. wobei, also kurz bevor das Gegentor fällt, kam mit dem Pass zu mir von hinterm Tor. Ich glaube, der ging an Pfosten oder ans Außennetz. Ja, ist halt dann auch irgendwo unlucky. Gutes Penalty-Killing gehabt. Konnten uns dann leider nicht dafür belohnen, aber ja, haben wir halt ein Spiel nach Overtime verloren. Den Punkt nehmen wir trotzdem mit. Definitiv. Ja, perfekte Reaktion dann auch im zweiten Spiel, weil ich meine, so das erste Spiel kann man halt wirklich, wenn man das selber gespielt hat, das als unbefriedigend bezeichnen, schon als verzweifelnd, weil ich meine, man hat wirklich viele Schüsse von oben genommen, die deflected wurden und halt nicht reingegangen sind, und im Gegenzug kassiert man halt so, ja, ich würde jetzt sagen Eier, aber wo halt dann irgendwie Schubi, ich weiß nicht, das erste sah aus, als würde unter dem Pad durchgehen, beim zweiten macht Schubi gar keine Animation. Viele Ja, Fouls, die da gut. hin und her geprollt sind, das kann halt sehr, sehr zermürbend sein für einen selber, vor allem was die Ja, wobei, also, wenn ich gucke, das 1-1 von uns war jetzt auch ja, sehr, ja, sehr, sehr lucky. ich Gleicht sich irgendwo aus. Also, ich glaube, das Spiel haben wir durch unsere eigene Behäbigkeit so ein bisschen im ersten Spiel verloren. Also, ja, bestes auch. Beispiel bei mir war ja mein Turnover vorne, wo ich gefühlt 3 Sekunden gebraucht habe, um einen Pass zu spielen. Und ja, dann fehlt man hinten, ist ein bisschen Unordnung da. Das nutzen die Teams dann halt aus im Konter. Zumal die ja eh sehr auf Konter aus waren in den beiden Definitiv. Spielen. Aber halt auch vor allem fürs zweite Spiel, weil ich meine, dann geht man schon mit so einer, ja, wie soll man sagen, Grundskepsis rein, wenn man sagt, ja, das erste Spiel lief schon nicht so, wie man es wollte. Und dann spielt man auch noch auswärts, das hängt ja auch dann irgendwie noch im Hinterkopf. Aber da habt ihr echt die perfekte Reaktion, sehr geduldig gewesen, und am Ende ist halt der Knoten geplatzt. Also da habt ihr es ja komplett auseinandergenommen. Ja, genau. Gut, die mussten dann auch irgendwann aufmachen. Haben sie es uns dann irgendwo nicht mehr ganz so schwer gemacht, die Tore zu schießen. Nichtsdestotrotz haben wir die Buden gemacht. Ist am Ende immer wichtig, das Torverhältnis. Und dann haben wir Gratulation zu seinem überragenden Post da hinten links aus der Ecke raus durch den eigenen Slot, wo eigentlich der Gegner gestanden ist, aber die Scheibe nicht annehmen kann. Also, das hat genau ausgerechnet, glaube ich. Ja. Ein bisschen Glück brauchen wir auch dazu. Ja, natürlich. Wir haben Ja, ja auch noch ein paar Fragen aus der Community, die sozusagen der Stefan jetzt sich fleißig aufgeschrieben hat und die wir natürlich. natürlich dir auch noch stellen wollen. Ja, Chris, dann kommen wir doch gleich mal dazu. Also auf Insta also konntet ihr Fragen stellen, die gehen wir jetzt weiter. Die erste Frage, Ziele für die ECL. Also nachdem wir jetzt schon 12 Spiele in der Saison drin sind, haben sich die Ziele geändert, sind sie noch gleich geblieben? Ja, gut, also ich meine, wir haben ja den Pro Qualifier gespielt. Das Ziel, was wir da hatten, das ist natürlich jetzt immer noch von Bestand. Wir wollen wieder zurück in die Pro, wo wir herkamen. Da werden wir alles für in die Waagschale werfen und ja, bisher sind wir auf einem ganz guten Weg dahin, uns eine gute Ausgangslage für die Playoffs dann zu erarbeiten. Also wir wollen definitiv wieder aufsteigen. Das ist unser Ziel. Er sieht ja auch bisher wirklich gut aus, also auch was er da aufs Eis bringt, spielerisch, muss man sagen, das ist echt Top-Niveau bisher. Da kann ich zufrieden sein. Ja, dann die nächste Frage: Was sagst du zur Saison von den Löwen aus Frankfurt? Ja, Sport ist Sport, ne? Man kann nur einer aufsteigen. Sehr viele Faktoren da jetzt in der Saison explizit reingespielt. Viele Langzeitverletzte schon vor der Saison gehabt und unerwarteter Trainerwechsel. Lauter so Kleinigkeiten, die sich dann aufsummieren. Aber die beiden Teams, die da jetzt in der DL2 im Finale stehen, die stehen da auch vollkommen zurecht. Ja, dann haben wir noch die Frage, wie du es geschafft hast, in relativ kurzer Zeit,
dich so zu verbessern? Oh, das ist eine gute Frage. Ist immer schwer, wenn man sich selber reden muss, gell? Ja, also was ich viel gemacht habe, ich habe halt für mich viel in der Trainingsarena rumprobiert, einfach ein bisschen Zeit verbracht. Thema mit der Spielmechanik und so Sachen. Und ja, man guckt da natürlich auch bei anderen Spielen dazu, bei anderen Spielern sich was ab, sei es Frankie, Niklas Schmitz oder Max Tonitz, Haldi. Ja, guckt man natürlich immer so ein bisschen nach oben, was machen die Jungs anders als jemand selbst und versucht das so ein bisschen zu adaptieren. Also das hat definitiv funktioniert. Also gehörst mit zu den Top-Verteidigern in Europa. Definitiv. Und dann haben wir noch abschließende Frage von einem gewissen Reto Heidemann vom ZSC, ob er ein Kind von dir haben kann. Wenn er mir meinen Schweizerdeutsch-Kurs gibt, dann. Wenn wir das so weitergeben an Reto, dass da dann jeder glücklich ist aus seiner Seite. Dann kam noch eine Frage von Paddy natürlich, von der Skala von 1 bis 17. Wie sehr liebst du die Telekom? Ganz kurz, vielleicht noch die Thematik dahinter ist: Chris hat seit, ich weiß nicht, 3 Tagen, 4 Tagen? Sonntag. Sonntag hat er ein wunderbares Internet zu Hause mit absolut fehlerfrei. Wunderbar, so wie man das gewohnt ist von der Telekom. Ja, also ich würde es auf 80 bewerten. 80 deshalb, weil ich um 18 Uhr in einem Testspiel noch 80% Paketverlust hatte bei einem 5er Ping. Deswegen kriegt die Telekom da von mir eine solide 80. Da kann man wirklich den alten Witz raus haben. Chris verliert mehr Pakete als die Deutsche Post, als die DHL. Ja. Ja, ist lustig. Also wie gestern schon, so rund um 20 Uhr legt sich das Ganze dann wieder. Mal gucken, was der Techniker morgen so von sich gibt. Ist dein Ziel also für die neue Saison, die EDL zu gewinnen? Nee. Um die Magenta Sneaker und der Telekom umzustarten und Da aus Schutz vor meinen eigenen Nerven bleibe ich lieber von 1 gegen 1 Spielerei weg. Kann ich verstehen, kann ich absolut nachvollziehen. Ja, hast du da noch eine Frage, Jonas? Ich eigentlich habe dann auch keine mehr. Der Chat, habe ich gesehen, hat auch keine mehr gestellt. Dann würde ich erstmal sagen, herzlichen Dank fürs Vorbeischauen. Chris, danke für die kleine Stellungnahme und dass du dich unseren fachmännisch wertvollen Fragen gestellt hast. Ich glaube, Domi hat noch eine. Domi hat noch eine. Domi, raus damit. Lieblingsthema Lieblingstabak. fällt mir Ich gerade noch ein. denke, es geht um Shisha-Tabak. Ja, Black Nana gefolgt von Yellow Punch natürlich aktuell. Eine einfache Sache. Kömmitz, habt sogar erlaubt. Safe Call. Also, Gedanken lesen. dann bedanke ich mich recht herzlich bei dir, Chris. Ich danke euch, Jungs. Wir Ja, hören uns danke. jetzt dann vermutlich eh noch gleich oder spätestens morgen oder übermorgen. Jawohl. Glückwunsch auch nochmal zu den 3 Punkten. Ich weiß gar nicht, wie es du persönlich heute gescored hast, aber 3 Punkte hoch. Ich glaube, also im zweiten Spiel waren es 4 Vorlagen, ich glaube im ersten Spiel eine, aber ja, hilft Was? alles Nur nichts, 5 Punkte in 2 Spielen? Ich glaube, wir müssen wenn mal das über Team deinen nicht gewinnt. Vertrag reden, Chris. Ja, wichtig ist, dass die Mannschaft gewinnt, wie viele Punkte jeder individuell macht. Sei es drum. Dann lieber alle Tore unassisted wie Köln mit dem ersten Spiel. Das mag er sowieso am liebsten. Der muss ja eh noch aufholen, was die Topscorer-Krone angeht. Damit ist halt nicht so solidarisch. Er ist halt kein heiliger Samariter. Da müssen wir vielleicht mal in den Vertrag gucken. Ja? Ja. Nein. Also, herzlichen Dank, dass du da warst. Ich verabschiede mich auch von allen im Stream. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Nächster NHL-Stream ist Sonntag, ich denke 21 Uhr, wird aber noch angekündigt auf Social Media. Ich sage herzlichen Dank für die Unterstützung. Ich wollte noch was sagen. Ich wollte nochmal Schubi zum Shoutout im zweiten Spiel gratulieren. Auf dem Stimmt. Auswärtsserver noch ein Shoutout mitgenommen. Kann man machen. Das ist jetzt der vierte, glaube ich, mittlerweile in der Saison. Ja. Stimmt, von den Also. ganzen vielen geschossenen Toren haben wir jetzt Ja. hinten den Schubi vergessen. Also unsere Klatschglocke, auch dir nochmal ganz, ganz viele Gratulationen für den vierten Shutout. Also, wie gesagt, ich verabschiede mich dann von allen im Stream. Vielen Dank für den Support. Ich hoffe, ich kann euch im nächsten Stream wieder begrüßen. Wie gesagt, Sonntag, denke ich, 21 Uhr. Wird aber alles nochmal dann auch bekannt gegeben auf Social Media. Ist wie immer unten die Links, wenn ihr die noch braucht.
Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir konnten euch hier ein bisschen unterhalten und euch schöne 1,5 Stunden oder wie lange es jetzt waren, hier bieten. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Macht es gut. Servus miteinander. Servus.